Ein heftiges Sommergewitter sorgte am späten Mittwochabend und in der Nacht zu Donnerstag für einen Dauereinsatz der Feuerwehr im südlichen Märkischen Kreis. Mit dem Starkregen war die Kanalisation überfordert und die Gullis liefen über wie je an der Kohlbergstraße in Meinerzhagen. In Lengelscheid bahnte sich das Wasser einen Weg durch den Garten eines Einfamilienhauses. Auch Lüdenscheid wurde von dem Gewitterschauer erwischt. Schwerpunkt war hier der Sauerfeld. Die Spielhalle im Sauerland-Center lief voll Wasser und die Kassiererin wurde von den Wassermassen in ihrem Kassenhäuschen eingeschlossen. Hochwasser auch im Parkhaus am Sauerland-Center. Also ich bin seit 20 Jahren Hausmeister, sowas hatten wir hier noch nie. Ein geborstenes Regenrohr forderte die Feuerwehr im TK Max am Rathausplatz. Hier liefen die Wassermengen durch das Treppenhaus und das Lager des Kaufhauses. Mit Sandsäcken versuchte die Feuerwehr, die anderen Räume vor den Fluten zu schützen. Beim Eintreffen haben wir ein geplatztes Regenrohr vorgefunden. Wir haben dort Auffangmaßnahmen eingeleitet. Jetzt sind zwei Tauchpumpen im Einsatz und wird das Wasser dann in die Kanalisation verbracht. Die Bundesstraße 54 bei Kirspe-Bollwerk wurde komplett gesperrt. Sie stand Zentimeter hoch unter Wasser und auf beiden Seiten liefen die Keller voll. Die Feuerwehr musste das Wasser abpumpen und auch die Bewohner waren gefordert, Wasser und Schlammmassen selbst zu beseitigen.